Die ersten Schneeflocken sind gefallen, der Winter ist da und ganz Deutschland diskutiert, die Züge werden bald nicht mehr fahren und wir brauchen alle Allrad, um vorwärts zu kommen, um durchzukommen, um anzukommen. Brauchen wir wirklich alle Allrad? Nehmen wir mal die Leute aus, die wirklich in Bergen wohnen, die aus unwirtlicher Gegend weg müssen oder schwerste Pferdeanhänger von matschigen Wiesen ziehen. Okay, die brauchen Allrad, aber brauchen die anderen Allrad? Schließen wir doch mal nach und nach aus. Erstens, in einem echten Sportwagen brauche ich vermutlich keinen Allrad. Die alte Diskussion, jetzt werden damit ein paar aufschreien, aber in den Kurven ist er dann doch wieder, ja gut, aber wenn ich wirklich sportlich fahren will, dann nicht. Nächstes Argument, brauchen denn die ganz normalen Autos, die, ich sag mal, A4 TDI, brauchen die BMW 330D wirklich ein Allrad oder ist das nur ein Luxusfeature, das man gerne nochmal dazu bestellt, um später beim Wiederverkauf sagen zu können, hier Allrad, kannst du haben. Habe ich ihn denn wirklich in 3 Jahren gebraucht? Das ist die große Frage. Gibt es heute nicht genug Technik, um genau das überflüssig zu machen? Wenn dann irgendwann mal hinten ein Reifen schubbert oder vorne der Frontantrieb scharrt, so ist Physik. Das war früher genauso. Ich muss nicht alles wegversichern bei Autos. Das ist meine These. Wir brauchen nicht alle Allrad. Und nun komme ich, liebe Freunde, zu meinem Lieblingsthema, den SUVs. Auch hier wird so oft Allrad mitverkauft an Leute, die ihn nicht wirklich brauchen. Die meisten Kunden wollen tatsächlich hochsitzen. Schön. Aber um von Bäckerei Piepenbrink zu Kaffee Müller zu fahren, brauche ich da wirklich einen Allradantrieb? Oder lässt nicht so mancher einfach bei so einem Wetter schon sein Auto stehen? Oder muss feststellen, dass ich zwar ein Allrad habe, aber der vor mir kein Allrad oder vielleicht nicht mal Winterreifen? Das wäre eine viel wichtigere Alternative. Wenn der Winter kommt, dann fährt Winterreifen, aber nicht unbedingt Allrad. Wir können darauf verzichten. Der Winter kommt bestimmt, Allrad muss nicht sein.